Hallo Pilots, hier ist wieder euer Jackie und willkommen zu einem Microsoft Flight Simulator Tutorial. Wie erstellt man einen Flugplan für den Microsoft Flight Simulator? Das erfährst du in diesem Video. Los geht der Flug! Wir befinden uns jetzt nach dem Einloggen in der SIM-Brief Hauptmaske, klicken auf Dispatch und dann auf Create New Flight. Beachtet bitte Pilots, ihr könnt auch die ARIACs, also die NAV-Daten, die müssen gleich sein mit dem Flugsimulator, ja, und SIM-Brief. Das ist ganz essentiell. So, Airline, Lufthansa DLH, 474, Departing von Echo Delta Delta Mike Munich nach Echo Delta Delta Hotel Hamburg und wir wählen aus ein Airbus A320, den gibt es hier derzeit. Ich habe hier das Layout Lido und Kilo ausgewählt, weil durch das neue Microsoft Flight Simulator habt ihr auch den Bereich Kilo. So, aktuellste ARIAC, nice. Route ist valide und wir klicken auf Generate UFP. Hier sehen wir jetzt unsere Route von Munich nach Hamburg und jetzt exportieren wir ihn in den Microsoft Flight Simulator. Wie geht das? Wir gehen auf Download FMS, scrollen ein bisschen runter und hier steht es jetzt FS 2020 Download. Speichern. Nächster Schritt Pilots, auf der linken Seite der heruntergeladene Flugplan. Rechte Seite habt ihr ja die zwei Microsoft Flight Simulator Ordner. Bei mir ist er unter AppData Lokal. Und dann gehen wir jetzt hier in den unteren. Ich mache es mal ein bisschen größer hier. Also unter Ownership. Dann gehen wir in den Simulator rein. Hier, das kennen wir an, alle. Unter Local Cage sind ja immer die Add-ons, zum Beispiel die Packages drin. Aber da müssen wir heute nicht rein, sondern wir gehen in den Local State Modus rein. Linke Maustaste, dann auf rechte Maustaste ausschneiden und einfügen. Das war jetzt erstmal die Integration des Flugplans in den Microsoft Flight Simulator und ihr könnt auch hier zum Beispiel euch eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen. Somit müsst ihr nicht mehr in diese Untermenüs gehen vom Flugsimulator. So Pilots, jetzt sind wir hier Microsoft Flight Simulator und wir laden unseren Flug. Laden. Echo Delta Delta Mike. Echo Delta Delta Hotel, da ist er. Ist das geil, Pilots? Wir haben jetzt erfolgreich den Flugplan in den Microsoft Flight Simulator reingesaugt. Und hier in Munich. Guckt euch das mal an. Abflug 08 right, natürlich starten wir da nicht, wir fangen natürlich am Gate an. Aber das ist jetzt das Tutorial, wie man den Flugsimulator richtig mit dem Flugplan versorgt. Und wir sehen ja sogar die Gesamtstrecke, 749 Kilometer, 57 Minuten. Und wir werden dann auf der Runway 08 in Hamburg landen, Pilots. Das war das Tutorial. Wenn du meinen Kanal unterstützen würdest mit einem Abo, würde ich mich sehr freuen. Somit verpasst du keine neuen Videos und die Flight Sim 2020 News auch nicht. Danke für euren Support und einen schönen vierten Advent wünsche ich euch. Euer Jackie. Ciao.